Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Follow Me Around beim Generali Halbmarathon dieses Jahr in Berlin als Sportfotograf. Am Vortag habe ich meine Sachen bereits zusammengepackt, denn wir mussten einen Tag eher nach Berlin anreisen. Da hätten wir zum einen natürlich meine geliebte Kamera, die Canon EOS 5D Mark IV. Ich hatte diesmal den Job, weitwinklig zu fotografieren, daher hatte ich mein 24 bis 70 mm Objektiv dabei anstelle meines Teleobjektivs. Dann habe ich noch diesen Schultergurt dabei für die Kamera. Auch wichtig, ein Putztuch für die Linse. Dann noch wichtiger, die Warnweste, die wir von Sportograf bekommen haben mit dem Aufdruck hinten. Genügend Speicherkarten, brauche ich eigentlich nicht dazu sagen, ist auch enorm wichtig. Ich hatte jetzt einen Ersatzakku dabei, wobei ich ihn gar nicht gebraucht habe. Aber es ist immer besser, ihr habt mehr dabei als dann zu wenig. Eine FFP2-Maske für den Start- und Zielbereich. Und weil ich mir nicht sicher war, wie das Wetter werden würde, auch einen Regenschutz. Einmal für den Kamerarucksack, aber auch für die Kamera selber. Der besteht auch tatsächlich nur aus einer Mülltüte mit Loch. Aber glücklicherweise haben wir an dem Tag keine Regensachen gebraucht. Das Wetter hat gehalten. Es war nur unheimlich windig und unheimlich kalt. Nach unserem Teammeeting am Samstagabend ging es dann Sonntagmorgen direkt zum Fotospot. Jeder hatte einen festen Posten, den er den ganzen Lauf über behalten hat. An meinem Posten waren wir zu dritt. Zwei Kollegen hatten Teleobjektive, dann hatten wir noch eine Lichtschranke und mein weitwinkligeres Objektiv. Gegen 15 Uhr hatten wir dann fast Feierabend. Alle Läufer waren durchs Ziel und wir mussten noch einmal zum Treffpunkt, wo alle Speicherkarten und Bilder gesichert wurden. Insgesamt waren über 33.000 Teilnehmer vor Ort, von Inlineskatern über Handfahrräder bis zu den Läufern. Wir 39 Fotografen waren alle um die 21 Kilometer verteilt und haben insgesamt unglaubliche 597.000 Bilder produziert. Ich habe bereits ein etwas ausführlicheres Video auch zum Thema Sportfotografie hochgeladen. Das war letztes Jahr in Oberhof bei einem Hindernislauf. Wenn euch das interessiert, dann klickt gerne auf den Link. Ansonsten danke fürs Reinschauen und bis bald!